Das letzte Spielwochenende der regulären Spielzeit, gleichzeitig das wichtigste für die Männer vom Berliner Hockeyclub, denn es ist die Chance auf das Final Four in Hamburg. Zweimal müssen die Hauptstadtjungs ran, zweimal schlägt die Endspielzeit. Behält die junge Truppe von Matthew Hetherington die Nerven? Kann der BHC eine Reise in die Hansestadt buchen? Alle Antworten liefert dieses Wochenende. Die Ausgangsposition ist so klar wie vielversprechend. Die Männer von der Wilsky-Straße belegen mit einem Punkt Vorsprung auf den Krefelder HTC den vierten Platz. Zwei Punkte dahinter Uhlenhorst Mülheim. Sprich, um nicht in die Verlegenheit der Endrundenmathematik zu kommen, müssen einfach zwei Siege her. Endspielgegner Nummer 1, der Club an der Alster. Jeder traut sich was zu. Wir brauchen hier keine Angst haben. Das ist eine richtig geile Situation hier für uns. Hier, gutes Stichwort. Nerven, stressen. Wenn wir die stressen, dann fahren wir hier drei Punkte ein. Los, Männer, hier führen einer mitten, alle zusammen. Oh. 1, 2, 3! Das Team also vollends motiviert und so beginnt der BHC auch. Gomoll erobert den Ball im Mittelfeld und ist allein auf weiter Flur. Kein Hamburger kann den jungen Nationalspieler stoppen und drin ist das Ding. Denkste Puppe, bei näherem Hinsehen ahnt man es schon. Anton Ebeling ist da noch mit dem Körper dran. Schwer zu erkennen, aber glauben wir den Unparteiischen mal. Das ist natürlich bitter für die Hausherren. Die nächste Chance dann für den Club an der Alster. Und man merkt früh, die wollen hier nicht nur locker die Saison ausklingen lassen. Doch der erste Schuss nach Strafecke wird erstmal pariert von Keeper Christopher Stuppe. Strafecke, die zweite, diesmal für den BHC. Gummoll, das war nichts. Dann aber aufgepasst, die Hansestädter mit der Konterchance. Und plötzlich klingelt's im Berliner Gehäuse. Anton Böckel durch die Hosenträger von Christopher Stubbe und mitten rein ins rot-blaue Herz. Das sitzt tief, aber die beste Antwort ist klar, einfach wieder volle Kraft voraus. Ebeling mit dem Schuss, aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Der BHC will hier, hat Bock und drückt. Aber die folgende Situation ein bisschen sinnbildlich für die erste Halbzeit. Martin Zwicker will sich da durchwuseln. Doch irgendwie wirkt das alles zu hektisch und der BHC schafft es einfach nicht, die Alsterabwehr in Verlegenheit zu bringen. Philipp Rotländer marschiert allein Richtung Berliner Tor. Einziges Glück für die Hausherren. Auch den Hamburgern fehlt da der letzte Funke Durchschlagskraft. So bleibt es also zur Halbzeit beim 0:1 aus Heimsicht. Alle Chancen noch offen. Neue Halbzeit, neues Glück. Der BHC mit Entschlossenheit aus Alster Tor. Doch die Gelegenheiten aus dem Spiel heraus wurden genauso liegen gelassen wie die nach Strafecken. Jetzt mal eine schöne Variante von Martin Hähner auf Gomoll. Aber das hilft rein gar nichts, wenn der Ball nicht im Netz zappelt. Die Uhr tickt nun gnadenlos gegen die Berliner, die hier wirklich alles geben, um das Spiel noch irgendwie zu drehen. Aber das Tor scheint einfach verriegelt. Vielleicht jetzt mal Hähner. Marx auf Zwicker und schau mal einer an. Es ist vollbracht. 1:1 und Jungs, noch 12 Minuten. Höchste Zeit also erstmal für ein Timeout. Durchatmen. And the Nashes, yeah? It's a big goalkeeper, he's gonna save a lot. We're having the Nashes, it's for uns. Okay? Der sitzt danach immer tief. Der sitzt immer tief, so wie Zwicky clever, das da oben rein tun, das Ding. Komm, Männer, weiter, wir holen das Ding hier. Komm, ey, ackern alle, komm! Ackern. Ackern. Nichts anderes machen die BHCler, doch die nächsten Chancen gehören den Alsterern. Zwei Strafecken allerdings abgewehrt. Zum Schluss nochmal Martin Zwicker, doch auch er bringt den Ball nicht noch einmal im Tor unter. 1:1 unentschieden. Bitter für die Berliner, hängende Köpfe nach dem ersten Entscheidungsspiel. Ja, wir haben uns natürlich mehr vorgenommen. Wir wollten heute 3 Punkte holen, damit wir auch morgen mit dem Sieg es in eigener Hand haben und im Playoff sicher werden. Jetzt müssen wir darauf hoffen, wie Mülheim und Krefeld spielen und gucken, dass wir morgen 3 Punkte holen, damit wir zumindest noch die Chance haben. Und deshalb ist jetzt die Enttäuschung bei uns allen sehr groß. Ja. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es auf den anderen Plätzen steht. Davon ist noch ein bisschen abhängig, ob wir noch eine Chance haben. Aber ja, Enttäuschung ist jetzt erstmal riesig, klar.
Ganz, ganz traurig für den BHC, was die Jungs von Matthew Hetherington zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten. Alle Konkurrenten strauchelten nämlich ebenfalls. Das heißt, mit einem Sieg wäre man heute durch gewesen. Aber, und das ist das Erfreuliche, auch morgen gegen den UAC Hamburg kann es dem Berliner Hockeyclub egal sein, was der Rest macht. Mit einem Sieg wäre die Endrundenteilnahme gesichert. Das ganze Spektakel natürlich wie gewohnt auf hauptstadtsport.tv.